Also da haben mir die alten Resident Evil Rätsel besser gefallen irgendwie. Ich meine, vielleicht kommen noch schwerere, aber das hier ist jetzt relativ einfach, weil man auch den Weg gezeigt bekommt. Hat die jetzt die andere Statue dabei oder wie ist das? Gerade gucken, was jetzt passiert. Ich weiß es nicht. Ah, doch, okay, alles klar. Ah, sehr schön. Na, jetzt läuft es doch. Reicht's mit diesen Spielchen? Gehen wir. Vor allem wundert mich, ich dachte, hier würde sich was öffnen. Jetzt hat sich hier neben die Seitentür geöffnet. So, Helena, wo bist du denn? Kommt die jetzt, oder? Ach, da ist sie ja. Ach, Entschuldigung. Voll übersehen. Cool. Den blauen Licht hier, das gefällt mir. So, wir haben hier eine Tür. Da steht sie schon so davor. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Hier vorne ist ein Hebel. Na gut. Entkommen Sie der Statuenfalle. Was? Oh oh. Statuenfalle? Mit dem Schalter an den Statuen kann man sie deaktivieren. Ah, ich verstehe. Okay. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, was das war, aber anscheinend irgendwelche Statuen, die schießen. Oh Gott, was ist das denn hier? Das sieht doch nach Kampf aus hier. Da kommt doch bestimmt gleich was raus. Warte mal, ich gehe mal Schrotflinte nachladen gerade. Ah, super, 4 Schuss. Einmal Heilung vielleicht gerade noch rein. Ich habe ja kaum Munition. Ich habe auch keine Granaten mehr. Oh Gott, Kontrollpunkt. Jetzt reicht es aber mal langsam. Okay. Wir haben keine Zeit für diesen Mist. Da bin ich ausnahmsweise mal deiner Meinung. Ah, okay, so, da wissen wir ja, was zu tun ist. Hier ist aber noch eine, oder? Ich glaube... Ja, hier kommen mehrere. Das kann mich nicht aufhalten. Los, weiter! Sie rammeln. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. So, jetzt gehen hier überall die Türen auf. Ich vermute mal... Ah. Wenn wir die alle ausgeschaltet haben, dann... das wird natürlich gemein. Rennen, 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 rennen. Nicht treffen lassen. Ich renne jetzt mal ein bisschen. So, haben wir sie bald alle? Fängt an, mich zu langweilen hier. Ah, da kommt noch eine. Würde mich nicht wundern, wenn hier gleich irgendwas Komisches... Warum haben die Laserpointer? Oh, scheiße. Warum haben die Laserpointer und dann so komische Armbrüste? Den hätte ich mal richtige Waffen gegeben. Entzünden Sie die Lichter an den Statuen. Okay. Ich glaube, ich weiß, was die wollen. Die Frage ist nur... Warte, ich hole mir erstmal das Zeug. So, Munition. Die Frage ist nur, wie verstelle ich diesen Strahl? Kann ich da... Ach so! Das war's? Okay, alles klar. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum das mit dem Laserpointer funktioniert hat, aber ich glaube, das muss ich auch gar nicht verstehen. Hauptsache, wir haben schön viel Munition im Moment. Aha. Hier auch wieder was erleuchten. Tatsache. Okay, interessant. Unser Laserpointer ist also dazu da, um die Türen hier zu öffnen. Interessant. Da ist auch wieder so einer. Ach, guten Tag. Ach ja, komm.
Ich fass es nicht. Den hätte ich ja wohl dreimal ausschalten müssen. So, jetzt ist Schluss hier. Komm, halt die Klappe. Alter, ist der zäh. Was mal. Spinne ich hier oder was? Seit wann sind die denn so stark? Das war doch nur ein einfacher Zombie. Alter Vater. Ist aber langsam mal gut hier. So, da. Ah, das spiegelt sich. Alles klar, okay. Da ist Helena. Ich gehe mal leider lieber weiter. Bevor wir diesen Schlüssel da nehmen, werde ich mich erst noch mal ein bisschen umschauen. Krass, wie stark der eine gerade war. Ich hätte den hier abgeschossen. Also man sollte nicht immer einfach irgendwo gegentreten. Statue der traurigen Heiligen. So, die haben Schlüssel. Hier kommen wir. Kommen wir hier durch? Nein. Kontrollpunkt. Bringt, wie gesagt, nur bedingt was. Wenn ich jetzt aufhören würde, müsste ich wahrscheinlich das ganze Kapitel nochmal neu machen. Wieso kann ich mir die Muni nicht mitnehmen? 7,62 mm. Inventar ist doch nicht voll. Habe ich die Waffe vielleicht noch nicht? Ich glaube, ich habe die Waffe dafür noch nicht, ne? Läuten fünf Glocken laut und klar. Der wahre Weg wird offenbar. Es geht doch nichts über Jahrhunderte alte Rätsel. Ich muss das rauskriegen. Läuten Sie fünf Glocken. Eieiei. Okay, und irgendwo haben wir die Magnum übersehen. Ich glaube, Scharfschützengewehr. Automatisch. Kann ich mir jetzt in die Munition mitnehmen? Ah, die 7,62 mm ist also hierfür. Okay, gut. Sorry für meine etwas schlechten Waffenkenntnisse. So, wie kann ich denn hier eigentlich ranzoomen? Gerade gucken, das ist ducken. Umschalter. Umschaltsperre. Okay. Alles klar. Also die Feststelltaste. So, wir haben ganze 5 Schuss. Ne, 15. 15. 10 in Reserve. Ich bleib aber gerade mal. Warte mal. Wir haben jetzt 3 Waffen. Inklusive das Messer. Da kommen wir. Ja, da kommen wir nicht dran, ne? Nein, natürlich nicht. Alter, Helena würde. Ernsthaft? Die würde doch dreimal da durchpassen. Ach Mann. Okay, 5 Glocken läuten. Ich vermute mal, dafür haben wir das Scharfschützengewehr bekommen. Da oben sehe ich schon eine Glocke. 1, 2 Glocken. 3. Die sind. Warte mal. Da ist auch noch einer mit dem Hahn. Okay. Warte mal, ich habe da noch was gesehen. Ne, da ist nichts. Okay, ich gehe mal gerade auf die andere Seite. Denn vielleicht ist hier noch irgendwo eine Medaille zum Runterschießen. Na gut, okay. Die kriege ich ja noch so. 1. So, ist da auch noch eine Glocke? Jetzt haben wir 3 Stück. Hier. So, wo ist die 5. Wo ist die 5. Glocke? Ist die damit gemeint? Das sind alle. Ah, okay. Seltsamer, die Ketten zu schießen. Faszinierend, würde Mr. Spock jetzt wohl sagen. Gott hab ihn selig. So. Einmal er. So, erkunden Sie die Kathedrale, ist damit wohl abgeschlossen. Finde ich auch mal ganz schön, dass man mal sowas hier hat. Dass mal nicht ständig Monster kommen. Los! Was? Was war denn jetzt los? Keine Ahnung. Gut, haben wir auch ohne Scharfschützenmunition geschafft. Denn ich glaube, die sollten wir uns aufsparen. Nanu. Moment mal. Das ist auch so merkwürdig, ne? Schaut mal. Das Licht für die Lichtverhältnisse jetzt hier. Jetzt gehe ich hier rein. Hui! Als hätte einer das Licht angeknipst. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. So, geht's euch gut da unten? Ich hoffe.
So, bevor wir das machen, da sind noch zwei Fässer. Ach, jetzt sind wir ganz oben. Guckt an. Schau einer an. So. Sehr gut. Boah, 70 Schuss schon in Reserve. Super. So, kriegen wir hier noch eine Medaille? Ich glaube, die eine habe ich. Die hätte ich aber von hier wahrscheinlich dreimal gesehen. Weil wir so weit hier oben sind. So, sind auf der anderen Seite noch Fässer? Da sind wir ja hergekommen. Nein, okay. Dann würde ich sagen, lösen wir mal das Statuenrätsel. Sesam, öffne dich. So, da kommt jetzt wahrscheinlich das ekligste Monster raus in ganz Resident Evil. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon. Nicht zu früh freuen. Ach, warum ist er denn jetzt runtergesprungen? Ich hätte ihn so schön von oben erschießen können. Töten Sie alle Feinde. So, pass mal auf. Nein, das machen wir nicht so. Okay. Ja, auf das Gas aufpassen. Ich sollte trotzdem, denke ich mal, erst die hier ausschalten. Ich denke mal, dass es eine Frau ist. Ich weiß es nicht genau. Das hört sich auf jeden Fall so an. Blähung, mein Freund. Ach du Scheiße. Ja, wäre gerade nicht schlecht. Ich glaube, ich habe nämlich gerade keine Zeit. Oder habe ich Zeit für mein Heilungsding gerade zu benutzen? Ja, doch, habe ich. Okay, komm her. Ach, Scheiße. Uiuiui. Haben wir das auch mal gesehen? Lecker. Nee, ich glaube, das. Oder? Wollen wir es nochmal probieren? Ich glaube, ich muss das nochmal von vorne machen. Ach du Scheiße. Boah, Leon ist völlig außer Puste. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Okay, gut. Wir wissen jetzt ungefähr, was das Monster macht. Das heißt, wir können jetzt mal etwas schlauer an die Sache rangehen. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen uns nicht nochmal die Sequenz antun. Das ist schon mal gut. So, immer schön auf die. Wo zur Hölle kam das denn her? Ja, schön Abstand halten. Gut, dass wir immer dann wieder volle Heilung haben, sehe ich gerade. So, ich bleib erstmal auf der normalen Pistole. Ich weiß nämlich nicht, oder soll ich doch mal gerade ein Scharfschützengewehr probieren? Ich hoffe ja nicht, dass wir hier irgendeine gewisse Stelle treffen müssen. Das wäre sehr scheiße. Wollte eigentlich die normale Pistole ausrüsten. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, ehrlich gesagt. Gut, das bringt auf jeden Fall was. Ich denke mal, irgendwann kommen ja auch keine Zombies mehr nach, wenn die alle verwandelt haben hier. Ach, die helfen auch hier, sehe ich gerade. Die hat auch eine Schusswaffe. Vielen Dank. So, ich nehme mal gerade ein bisschen was mit hier. Das sagt er so leicht. Wir kümmern uns darum. Super, jetzt hat die da oben auch noch den ganzen Scheiß verwandelt. Dann gezündete Sprengladung. Komm, hier unten spielt die Musik. Ah, vorbei. Nicht so einfach, wenn der. Was zur Hölle? Ich glaube, es hackt. Wir müssen etwas tun. Es sterben Leute. Alle Mann raus hier. Ja, wenn du mir sagst, wohin? Okay, das war's mit der Muni.
Hätte ich jetzt hinrennen müssen? Ich habe keine Ahnung. Okay, pass mal auf. Erstmal so. Tja, ich habe keine Ahnung, ob wir die ernsthaft schaden können damit. Hey. Weil sie gerade was von raus hier gesagt hat. Müssen wir vielleicht auf diese komischen Pusteln schießen? Ah, anscheinend schon. Lauf, 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 Leon, lauf. Warte mal, ich hab doch noch. So, komm mal her. Komm mal her, komm, 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 komm. Komm, put, 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 put. Ah, wie löse ich das nochmal aus? Scheiße! Ah, wie löse ich den Ding nochmal aus? Wie war das noch? Irgendwie... Ah, wie war das denn? Wie löse ich den Fernzünder nochmal aus? Scheiße! Ach Mann! Das kann doch jetzt nicht sein! Mit F kann das sein? Moment, ich komme. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. Okay, warte mal. Ne, mit F nicht. Scheiße, wie löse ich nochmal die scheiß Waffe, die scheiß Fernzünder aus? Länger drücken? Ach nee, rechts und dann links. Ah, okay, ich glaube, ich weiß jetzt wie. So, komm her. Wir müssen das Ding bereit. Erst Kredit nach oben. Okay, wir lassen den mal da. Vielleicht können wir den gleich noch benutzen. Ach, da kommen dann neue. Ach so. Da kommen neue Leute. Interessant. Mit der ja auch ja nicht die Dinger ausgehen. Können wir die nicht wieder einsammeln? Verdammt. Ah, wie so ein Sprengsatz. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. War da nicht eine Brandgranate? So, komm mal her, Freundchen. Ah, so. Ja, und tschüss. So, wo ist das Mistvieh? Da oben. So, komm doch mal zu mir. Ach Mensch, scheiße. So, lass mal wegmachen. Ich will die da in die Sprengfalle locken. Aber ich glaube, das können wir gerade vergessen. Die klettert immer wieder da hoch. Das ist irgendwie nicht so gut. Eieiei. Netter Kampf. Ich will jetzt auch nicht, dass das die ganze Folge dauert hier. So, wir haben nochmal eine Brandgranate. Komm, die werfen wir nochmal. Irgendwie scheint das nicht wirklich was zu bringen. Haben wir sie? Ich glaube, wir haben sie. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, die steht nochmal auf. Ja, natürlich. Oh, so langsam geben die Optionen aus hier. Mann, die springt immer. Die ist aber zu weit weg. Das ist das Problem. Die hat sich da oben festgepackt, glaube ich. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. So, komm mal her. Ja, sehr gut. Das hat geklappt. Ich weiß ja nicht, was die gegessen hat, aber ziemliche Blähung davon getragen. So, und die hat irgendwas hinterlassen. Das hätte ich natürlich gerne. Eine Schlüsselkarte fürs Labor. Tube 12. Sieht irgendwie aus wie eine Kreditkarte, so ein bisschen mit dem Chip da drin.
Heiligsblechle. Mann, haben wir eine Munition verschossen. Das hätte ich auch früher haben können, aber die hatte sich da, wie gesagt, irgendwie festgebackt. Leben überhaupt noch Leute? Oder haben sie jetzt alle umgebracht? Ich glaube, die haben alle umgebracht.